Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zur ersten Folge von Bacchus Barbecue. Wir, das sind mein Kumpel Danny und ich, mein Name ist Jochen. Und das, was uns verbindet, ist die Leidenschaft fürs Draußensein, für gutes Essen, gute Getränke, das, was man heutzutage Outdoor Living nennt. Und was liegt da näher, als unsere Leidenschaft mit euch zu teilen und einen YouTube-Kanal zu starten. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei unseren Videos, ihr bleibt dabei. Falls es euch gefällt, lasst ein Abonnement da oder einen netten Kommentar. Sagt uns, was ihr vielleicht noch verbessern würdet, das hilft uns dann ungemein. Und insofern sehen wir uns gleich. Viel Spaß bei unserem Video. Ja, wie gesagt, sind wir totale Fans davon, draußen zu kochen. Und heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgesucht. Danny, was gibt's denn heute? Ja, heute gibt's eine Original US Short Rib, dry aged. Wir haben es extra noch weitere 12 Tage getrocknet, geaged, haben das Ganze dann mit erstmal nur mit Salzgewürz. Später kommt dazu ein bisschen schwarzer Pfeffer, Piment, geröstete Senfkörner, Rotzwiebeln, Butter und so weiter. Und das Ganze peppen wir auf mit einer Beilage, die wir euch später verraten. Ja, liebe Leute, an dieser Stelle möchten wir auch ganz herzlich unserem Sponsor danken. Das ist dem Andreas von Deliteam.de und von Genussgläschen.de. Der stellt uns ganz tolle Produkte zur Verfügung. Wenn ihr die Gelegenheit habt, mal auf seiner Homepage vorbeizuschauen, da bekommt ihr unglaublich gute Produkte. Und insofern, wie gesagt, Andreas, vielen Dank, dass du uns das möglich machst. Jetzt da drin. Ja, jetzt schön. Ein bisschen schwarzen Pfeffer, ein bisschen weißen Pfeffer, ein bisschen Piment und ein bisschen angeröstete Senfsaat. Yummy. So. Da haben wir Fleur de Sel und hier was ganz was Feines. Und zwar Erdbeermarmelade. Nee. Hier habe ich Knoblauchzehen in normalem Jodsalz eingelegt. Okay. Und die liegen jetzt da drin seit. Achte. Ich sag's dir, seit 8 Monaten. Okay. Und die sind jetzt so richtig schön gewachst. Allein vom Geruch her, die sind total süß. Hat nicht mehr viel mit Knoblauch zu tun. Okay. Das Salz ist aber mega. Nur so ein bisschen mit dran. Brauchst du nicht viel. Hammer. Ballert wie die Sau. So. Jetzt die gute Dry-Aged-Rippe noch ein bisschen mariniert. Ja, kann man mal machen, ne? So. So, jetzt machen wir uns noch ein paar Zwiebelchen. Und gleich in den Schmortopf rein. Schön groß, weil wir noch ein bisschen was an Struktur haben, ein bisschen Substanz haben. Gerne.
Und weil es so schön ist, noch ein bisschen frischen Knoblauch. Und jetzt warten wir auf die Kohlen. Sehr gut. Ohne Fett? Schau man sich dieses Porno-Stück Fleisch an. Ja, ohne Fett, auf dem Knochen erstmal. Wir wären natürlich nicht Bacchus Barbecue, wenn wir nicht auch dem ersten Teil unseres Namens gerecht würden, nämlich es geht hier auch um Wein. Heute haben wir einen ganz klassischen spanischen Wein am Start, nämlich eine 2004er Gran Reserva der Bodegas Valdemar. Das ist ein Weingut des Weinunternehmens Martinez Buranda in der Rioja Alavesa. Die haben durchaus schon ein relativ großes Anbaugebiet, 480 Hektar bewirtschaftet dieses Weingut. Die Top-Linie der Bodegas Valdemar wird unter dem Label Conte de Valdemar verkauft.
Wir haben jetzt hier eine 2004er Gran Reserva, 17 Jahre alt. Und dem werden wir uns jetzt einfach mal widmen. In der Farbe haben wir kaum Alterserscheinungen, also vielleicht am Rand ganz wenig backsteinfarbene Reflexe, Entschuldigung, in der Farbe. Ganz ja, ein tiefrot, Granatfarben. In der Nase finden sich dann schwarze Johannisbeeren, Holunder, ganz dezenter Alterungston, Reifeton, aber keineswegs unangenehm. Holz ist so gut wie gar keine Note wahrnehmbar. Ja. Und auch hier ein wunderbar ausgewogener, eleganter Wein. Keinerlei Alterstöne, Erdbeeraromen, eine leichte Holundernote, mittlerweile ein guter Abgang. Herrlich elegant, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die Gelegenheit habt, diesen Wein mal zu bekommen. Irgendwo um die 50 Euro im Weinfachhandel für Spanien solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Und ich glaube, ihr werdet da wirklich Spaß mit haben. Yeah! So ihr Lieben, darauf haben wir jetzt einige Stunden gewartet. Wir freuen uns total drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da, was wir besser machen können. Und insofern genießt das Leben. Alles Gute euch. Bajos Barbecue.